Treuner wollen Innenstadt beleben. Das ehemalige Farbenhaus am Markt wurde am vergangenen Samstag kurzerhand für eine Nacht in eine Bar umfunktioniert. Wo früher Farben über den Ladentisch gingen, konnten leckere Cocktails geschlürft werden. Initiiert wurde das Projekt von einem neu gegründeten Gremium namens Aktiv für Treuen, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Stadt an der Trebar weiterzuentwickeln, aufzuwerten und zu beleben. Im Gremium sitzen unter anderem Vertreter des Handels, des Gewerbes und der Politik. Unterstützt werden sie dabei von den Kulturbanausen, ein Verein, der die Party im Farbenhaus organisiert hatte. So wie es bis jetzt angelaufen ist, sind wir schon sehr zufrieden. Es war viel Arbeit. Wir haben hier ein paar Tage lang sauber gemacht. Die ganzen Getränke und so weiter, Bänke, Tische mussten reingefahren werden, Elektrik muss gemacht werden. Und jetzt haben wir also hier das geschafft, heute wieder mit vielen freiwilligen Helfern und mit der Unterstützung der Stadt Treuen hier die Party sozusagen zu organisieren. Ein Teil des nötigen Geldes für die Projekte kommt aus der Stadtbauförderung sowie aus Zuschüssen des Landes und des Bundes. Ab nächste Woche ist dann der erste Treuner Adventskalender geplant. Anstatt die Türchen zu öffnen, kann man jeden Tag zu einem anderen Geschäft gehen, um eine Überraschung zu bekommen.